Hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge hier vom Arsch. Ja, wir fahren jetzt weiter Richtung Hof. Stellen wir uns in den Gärreste Verkaufswagen ab und bereiten schon mal die Strohente vor. Damit wir anfangen können, auf Feld Nummer 15 Stroh zu sammeln, sobald die Ernte abgelaufen ist. Und was wir noch machen können, der nächste Strohabfahrt vorbereiten für Feld Nummer 2 und auch 3. Ne? Vielleicht müssen wir noch einen Anhänger kaufen, ne? Für Stroh. Und mal schauen. So eine Reihe kriegen mit der Zeit. Oh, durchsichtig. Sieht aber ganz gut aus. Ich habe noch ein Feld gekauft. Zwei Felder. Einen mit Sonnenblumen, einen mit Hafe. Ein bisschen was anderes, ne? Wir wollen ja ein bisschen expandieren, ne? Dann können wir den gleich nehmen, den Pfand. Ne? Das passt ja gerade so schön. Und Düngerverkauf einstellen. Denn das brauchen wir ja nicht mehr erstmal, ne? Oder Dünger ist alle, das kann auch sein. So, die Strohsammelwagen waren schon, mal gucken. War der zweite, muss ich umändern. Den hier. Dann braucht er mit der Deichsel gleich mit, ja, ist ja ungünstig, ne? So, die anderen Wagen sind da vorne. Ich musste ja die anderen Fans verkaufen, die haben mir herrlich gefallen, also. mit den ganzen Begrüßungen, aber leider nicht kompatibel, weder mit Outdrive, weder mit Cosplay. So. Dann können wir dann ja gleich auf 15 beginnen. Ja, dann mal Kurs laden mal ganz kurz. Erntefeld 15. Dann abfahren. Oh je. Da wird es ja schwierig, ne? So. Warten. Hier war irgendwas drin mit warten. Nee, da nicht. Das ist auch nichts. Anhänger, Wickler, Pfadfinder, Sensoren. In dem Start. Irgendwo war. Können wir ruhig anmachen, ne? Fahrer 100%. Ich hatte irgendwo mal was gehabt. Mit. Abstandrohr, Kurvengeschwindigkeit, Feldbegrenzung ein, nein, ja, nee, Rückwärts, ja. Hinter dem Start. Starten. B und entlang keine. Da muss ich jetzt mal spekulieren. Und zwar geht ja darum, dass er. Ja, vom Feld Nummer 15 aufnehmen soll, also vom Hof fahren, Feld 15 abladen, Standard habe ich eingestellt, Stroh verkaufen, ne? Entladen, Wasser, Entwasser, Wasser, B, Entwasser, beladen, beladen, abladen, abladen, Kies, Malz, Milch, Ablan Sand, Ablan Strohlager. So soll es sein. Stroh. Ne? Mit dem machen wir stehen. Vorbereitung ist das ja, ne? Wir müssen mal. Ah, das sind zwei fertig. Ich bin ja nicht. Es kann sein, dass irgendwo mit Ausreiter blockiert. So. Ja, die Wassergräben sind ein bisschen ungünstig, ne? Für
Der Rückwärtsfahren geht in dem Fall nicht. Das Gerste, ne? Das ist der Weizen hier vorne, ne? Er hat er sich wieder verirrt, der Bursche. Irgendwie mag er den Drescher hier. Gut, dann fahrt mal runter, ne? Hat er ganz weg. Junge, du bist Gerste, kein Weizen. Also, besser ist natürlich, wenn wir jetzt die gleiche Frucht noch einmal ernten würden, ne? Das wäre leichter für Oldreif. Aber das ist nicht mehr da mit Übergabe Crossplay. Das jetzt so Absicht ist mit der neuen Version, muss ich sehen. Testen. So, dann gehen wir mal an den Oldreif. Entlassen und zum Hof zurück. So. Na, der fährt weiter. Der ist für mich zuständig. Gut, der ist wahrscheinlich die Milch alle, ne? Dann fahren wir jetzt die Restmilch schon zur Molkerei. Können wir gleich mal gucken, was alles da ist. Hoffen, dass der andere Mann irgendwann mal das schnallt. Und dass er da abfahren muss, ne? Den werden wir nachher nehmen und für Stroh fahren. Geht ja nicht anders. Der kaufen wir später näher. Dünger muss eh produziert werden. Und deswegen vorweg. Nee, nicht vorweg. Also Vorrang hat erstmal die Ernte, ne? Logisch. Wollte eigentlich in der Woche nicht aufnehmen. Nach der Arbeit ein bisschen zu. Ja, man muss lieber entspannen, ne? Zumal ich noch zwei Folgen die aufnehmen möchte, die ich ja noch nicht fertig habe, ne? Das habe ich eingeplant hab, mit RS. In dem Sinne gar nicht mehr, weil ja das. Ich weiß gar nicht, wieso das immer so leise ist, ne? Mikrofon so weit weg. Könnte sein, ne? Aber jetzt wieder eine Einstellung von Mikrofonverstärker auf 4 Gang, ne? Könnte sein, dass es ein bisschen lauter ist, aber ja, zu hören oder nicht zu hören, ne? So, den bringen wir jetzt hoch zur Molkerei und lassen den mal da stehen. Na, verkehrt. Die Molkerei war schon vorbeigefahren, Junge, vorbei. Ja, ne? Also, so ist das, ne? Da ist ja schon, ne? Ist ja genau der gleiche Standort wie die andere Molkerei, wo man den Milchteig verkaufen kann. Und gucke, wir haben aber Papier, oh, das wird knapp. Ne, das war Abenddings hier. Papier haben wir noch genug da. Verpackung auch. So. Was sagt uns der Füllstand, ne? Oh, die Butter schlecht wird hier, keine Ahnung. Wir haben noch alle da. Wir haben noch Platz. Wie gesagt, im Herbst verkaufen wir hier.
Ne? Dann ist es fertig. Und den fahren wir auch Richtung Hof. Lassen. Aber man muss vorher entlassen, dann wird das nichts, ne? Na, wo seid ihr? Ja, einer ist unterwegs. Wo seid ihr alle hin? Wie gesagt, wenn ihr alles alleine macht, ne? Dann werde ich mich mal umdisponieren auf die kleinen Felder Rüben und Kartoffeln und die großen daher. Die. Aber das machen wir im nächsten Jahr, ne? Rüben wird zu spät. Ja, es hat mäßig. Wir haben noch ein Feld gekauft. Doch mit Rüben. Wie gesagt, Zuckerfabrik würde ich auch kaufen. Junge, du bist doch voll. Warum fährst du nicht heim? Ja, ich bin zu schwer, weiß. Dann machen wir es so. So, Plan B, Plan B. Globaler Markt. Ich wollte hier nochmal Milch kaufen, ne? Also. Ah, gut, wir können aber nicht da. Wenn es klappt, ne? Nicht da, ach so, ja. So. Ich habe noch drinne Stroh, Gras, na Gras kannst du verschenken, Futtermittel, Rüben, ja, Gerste, Dünger, Weizen und Saatgut. Also, Gerste und Weizen kann man brauchen, aber aktuell nicht. Das ist ein Rüben, das ist, das ist von Thüringen gerade. Das habe ich gekauft, fällt nur 47. Nee, Quatsch, 49 und 50. 50 ist Hafer und 49 ist Sonnenblumen. 47 wollte ich kaufen, aber kein Geld mehr. Gut. Wieder. Das verstehe ich nicht. Der hat irgendwo hier. Also hier ein Feld, drei Fahrer nehmen wir gleich raus. Das hat er keinen Zweck. Das hat er keinen Zweck. Der landet immer wieder hier. Der hat hier, muss was versteckt sein. Ich weiß auch nicht. Dann fahren wir rüber. Gerste fährt er gerade? Nö, die fahren nicht. Der Glas fährt schon wieder. Das gibt's doch gar nicht. Wieso macht er denn jetzt noch so einen Mist? Extra für das größere Feld zwei Abfahrer gestellt. Soll nicht sein. Oder habe ich das? Muss ich gucken. Wegen. Früher kommt was einstellen, glaube ich. Zwei Abfahrer oder so, mehrere. Und jetzt. Das nächste Problem. Den wollte ich eh stehen lassen. Blockiere ich immer die Straße. Das müssen wir immer freiräumen hier. Sonst haben wir hier. Stau wegen, ja, wegen den beiden hier, ne, Düngersteuer. Einer muss noch bei sein und auf Feld Nummer 36. Den stellen wir erstmal hier rechts rein, in der Halle. Die brauchen wir garantiert nochmal. Ich hole nochmal die Dinger rein hier, die beim Drescher. Aber bevor wir die richtig wegstellen, müssen wir die mal waschen und Gewicht Wartung durchführen, ne? Und dann brauchen wir das hier nicht vor in die Garage reinfahren, rückwärts und so. Aber hundertprozentig nach dem Karten wird gleich gedüngt. Dann haben wir gleich zwei Stufen erledigt.
Ja, heute Abend, wenn ihr noch dabei seid, das Livestream, 20 Uhr, die Marsch, ne? Ist mal eine Abwechslung, mal einmal das, einmal das. Und heute ist Freitag und dann machen wir halt den Marsch, ne? So, den kippen wir noch ab. Weiß gar nicht, wieso er unbedingt jetzt hier. Ist auch Gerste, ne? Übergeben wir ganz einfach, das geht besser. Da fährt er jetzt einer und da. Machen doch selber, sonst hätte er auf Feld 3 und steht da wieder rum. Das könnte ja von der 2 sein. So, mal abkippen, ne? Den stellen wir erstmal wieder weg. Das bringt ja nichts, wenn wir da in 3 Felder. Das einfach Traktoren und immer wieder. Das ist eine Dummheit, das bringt ja nichts. Vielleicht brauchen wir mal ein anderes Fahrzeug wie sie. Entschuldigung. So, ich hoffe, das soll es dann auch für heute gewesen sein. Ich sag mal schönen Dank fürs Reinschauen. Dann seid mal tschüss. Ciao, ciao. Tja, morgen. Also. Heute Abend. Livestream. Livestream hier. Auf der Marsch. Ja, dann mal gute Nacht. Für mich jedenfalls. Jo. Ich sag mal tschüss. Und nochmal ein dickes Dankeschön. Ne? Tschüss.